Hallo da draußen. Wir sitzen hier in unserer Betty rum. Aber die fährt gerade nicht. Wir sitzen auf der Homebase. Vorm Haus. Die ist nämlich krank. Und Betty hat Schnupfen. Die leckt. Und wenn man lenkt, macht es ganz komische Geräusche. Wir sind gestern, als wir gestartet sind hier, wir wollten nur einkaufen fahren. Ist mir beim Lenken ein komisches Geräusch aufgefallen. Und wir sind noch zum Supermarkt gefahren. Wir stehen hier an der Straße rum. Keine Panik. Wir sind zum Supermarkt gefahren und... Da haben wir gesehen, dass unten irgendetwas tropft. Und die Servolenkung streikt. Das Öl tropft raus. Wir waren aber jetzt schon in der Werkstatt. Also sind wir natürlich unsere Werkstatt des Vertrauens angefahren. Und die haben gemeint, ist jetzt kein Riesenproblem, aber wird eine Fummelsache werden. Die Ersatzteile müssen her und das kann ein bisschen dauern. Die Teile sind bestellt und das dauert jetzt wahrscheinlich bis Freitag. Wenn wir Glück haben, können wir das Samstag einbauen. Andernfalls. Pech haben, müssen wir bis nächste Woche warten. Und wir haben auch ein bisschen Druck gemacht, weil wir wollen am Mittwoch ja los Richtung Dachzeltfestival. Am besten mit dem Wagen. Weil sonst haben wir noch ein größeres Problem. Zu Fuß wird es ein weiter Weg werden. Ja. Aber wird schon. Irgendwie. Wir sind optimistisch. Wie immer. Klappt schon. Also, dieses Video ist nur ein kleines Update. Damit ihr wisst, warum wir gerade jetzt hier nicht herumfahren und vielleicht, warum ihr nichts von uns hört. Moment, Motorräder. Wir können wieder. Ansonsten, wir müssen warten, bis die Ersatzteile da sind, bis das alles repariert werden kann. Und wir hoffen, dass das alles vor nächstem Mittwoch über die Bühne geht, damit wir rechtzeitig zum Dachzeltfestival sind. Bei unserer Testfahrt, letzte Woche wart ihr ja alle dabei, coole Reaktionen von euch. Danke für all die coolen Kommentare. Ey, wir haben eine Fliege hier drin schon wieder. Die ganze Zeit. Die ist verliebt in den Wagen. Danke für all die coolen Reaktionen, Kommentare von euch. Es macht so viel Spaß, die ganzen Kommentare zu lesen und zu beantworten. Also danke, dass ihr immer so fleißig mitmacht. Danke an die, die uns die Dieselkasse gefüllt haben. Ja, vielen Dank. Und danke an, wer war das eigentlich? Du weißt Bescheid. An die Idee mit den D-Ringen, um hier unsere Schnallen wieder zu reparieren. Coole Idee. Das hat geklappt. Ist schon eingebaut. Also ich zeige euch jetzt nicht nochmal, wie ich die Türen da einstelle, wie ich die paar Änderungen vornehme, also das sind alles läuft. Ganz kleine, winzige Kleinigkeiten und die brauchen wir euch nicht extra zeigen. Nicht so interessant, es wird sich nichts mehr ändern. Wir sind so zufrieden. Ja, wir sind begeistert. Also, bleibt dran. Nächste Woche sehen wir dann, wie es weitergeht. Wenn die Betty wieder fit ist, dann auf melden wir uns wieder. Instagram und Facebook dokumentieren wir, wie es weitergeht. Also, guckt auf Facebook und Instagram vorbei. Dann seid ihr die Ersten, die wissen, was läuft. Na, jetzt aber. Also wir warten jetzt auf die Teile und wir sehen uns irgendwann in ein paar Tagen. Wir haben jetzt etwas mehr als 200 Kilometer hinter uns gelassen, haben einen coolen Stellplatz gefunden. Moment, ich muss überlegen. Unsere neue Van-Beleuchtung, die ist übrigens auch super geil und jetzt können wir auch im Dunkeln kochen. Hallo da draußen! Hallo da draußen. Hallo.
geht da vor. Hallo da draußen. Und hier ist unser ganzes... Das ist Moment, ich muss denken, der Morgen geht noch nicht so gut. Morgen, es ist so hell.